Hallo, hier ist der Tom Freudenthal mit dem nächsten Kurztipp zum effektiven Lernen. Ich bin gerade in Deutschland und gerade im Moment besuche ich meine Eltern und da habe ich jetzt meinen Neffen getroffen, der heißt Eike und ist Student. Studiert hier in Hamburg, ich glaube Forstwirtschaft. Und mit dem habe ich mich unterhalten und er hat mir erklärt, weißt du Tom, wenn du Student bist, dann kannst du gar nicht anders als Stopflernen. Das heißt, mit 5, 6, 7 Kannen Kaffee die Nächte durchlernen, wenn die Klausuren anfangen. Das ist unmöglich, sagt er mir, wenn ich 6 Prüfungen habe, die kann ich nicht vernünftig lernen, das geht nur so. Ich glaube, dass das nicht ganz stimmt. Und falls Sie die Situation haben, dass Sie tatsächlich viele Prüfungen auf dem Haufen haben, dann habe ich hier für Sie einen Tipp, wie man das eigentlich ein bisschen sinnvoller machen kann, indem man das vernünftig plant. Ich habe ja vor ein paar Monaten diese Untersuchung entdeckt aus den USA, wo 4 Unis, und zwar namhafte Unis in den USA, die 10 beliebtesten Lernmethoden untersucht haben, die von den meisten so benutzt werden. Und dabei haben sie herausgefunden, dass 8 von den 10 nicht so gut funktionieren und nur 2 wirklich sinnvoll sind. Und diese 2 sind einmal übrigens verarbeitet in den CL Maps Pro, unserem neuen Produkt, aber der andere Weg, den die untersucht haben, der eigentlich ganz gut funktioniert hat, den wir auch damit kombinieren, den sage ich Ihnen jetzt einfach mal so. Der ist nämlich relativ einfach. Da geht es um verteiltes Lernen. Also eben genau das Gegenteil von der Stopfmethode. Nicht 2, 3 Tage vor der Prüfung die Nächte durchlernen und sich alles reinstopfen, weil abgesehen davon, dass das natürlich nicht lange hält und das Wissen dann langfristig nicht abrufbar ist, sondern nur ganz kurz wieder für die Prüfung, macht man auch seinen Lernfähigkeiten damit das in Zukunft eher schwer, weil das letztlich die Lernfähigkeit schädigt. Die Alternative ist, dass, und das habe ich in dieser Untersuchung eben jetzt kürzlich gerade erst entdeckt, die Alternative ist, dass man sich das vernünftig plant. Und zwar so. Ich gucke mir an, ich weiß ab jetzt, was ich lernen muss und ich weiß, wann ist mein Prüfungstermin. Das ist der Zeitraum X. Und jetzt teile ich mir diesen Zeitraum, und das scheint der beste Weg zu sein, wie man das dann langfristig tatsächlich auch auf die Reihe kriegt. Jetzt teile ich mir diesen Zeitraum ein in unterschiedliche Abschnitte, die jeweils immer 10-15% des Gesamtzeitraums darstellen. Also als Beispiel, ich habe in einem Monat eine Prüfung, also in 30 Tagen, dann mache ich 10-15%, also alle 3, 4 Tage, eine Lerneinheit zu diesem Thema. Das heißt, ich beschäftige mich mit neuem Stoff, ich beschäftige mich aber vor allen Dingen auch mit den Aufzeichnungen und wiederhole die, die ich schon gemacht habe. Das bedeutet natürlich, dass man die Dinge, die man als erstes lernt, am häufigsten wiederholt und deswegen muss man am Ende vielleicht ein paar mehr Wiederholungseinheiten einbauen, aber grundsätzlich ist das ein sinnvoller Weg. Also grundsätzlich ist die Faustregel, 10-15% der Gesamtzeit, die ich zur Verfügung habe, ist immer mein Benchmark. An dem Tag kümmere ich mich um das Thema, lerne, mache CL-Maps und wiederhole das, was ich vorher schon gelernt habe. Und dann bin ich mit ein bisschen Reserve für die Prüfungen wunderbar vorbereitet, wenn die dann kommen. Und das kann ich natürlich auch hervorragend für 6 Themen machen. Dann habe ich eben 6 Themen am Tag, mit denen ich mich beschäftige. Wichtig ist nur, dass ich mich immer wieder damit beschäftige und in dem Fall dann 10 oder 8 oder 9 Mal, bevor die Prüfung passiert. Das macht sehr viel mehr Sinn, das ist entspannter, das führt zu besseren Prüfungsergebnissen. Der einzige Nachteil ist, man muss das natürlich ein bisschen planen und sich ein bisschen disziplinieren und das Ganze strukturieren, aber das ist ja eigentlich kein großes Problem. Man muss es einfach nur tun. Übrigens, falls Sie dabei Hilfe brauchen, das ist nicht ganz perfekt, aber es ist eine Möglichkeit, das mit zu fördern, diesen Planungsprozess, ist der Lernplaner. Den gibt es bei uns umsonst, laden Sie sich den runter, damit haben Sie eine wunderbare Kontrolle darüber, wie viel Sie schon geschafft haben. Und es ist ein erster Schritt in einen vernünftigen Planungsprozess. Ich bin sicher, wenn Sie das so machen, funktioniert das besser. Okay? Alles klar? Viel Erfolg. Bis dann. Tschüss.